Ich möchte mich nochmal bedanken für die Einladung, dass ich hier über Bewegungssteuern berichten kann. Wie gesagt, mein Name ist Johannes Schmidt und auf dieses Thema Bewegungssteuerung bin ich gekommen. Ist vielleicht ganz interessant, nur kurz zur Herleitung. Ich habe zusammen mit 6 anderen Leuten haben wir ein Team gegründet vor 2 Jahren, also mit 6 anderen Informatikern, und wir haben uns Glassbox Games genannt. Und wir haben dieses kleine Volleyballspiel programmiert, das man gerade eben gesehen hat. Das war nur ein kleiner Ausschnitt davon. Und da haben wir über ein Jahr lang dran programmiert. Und ich habe dann als Bachelorarbeit dafür noch eine Bewegungssteuerung draufgesetzt, sodass man es jetzt komplett ohne Controller spielen kann, nur mit dieser Kinect. Und das war meine Bachelorarbeit. Und so bin ich eigentlich zu diesem Thema Bewegungssteuerung gekommen. Und das habe ich jetzt schon vielen Leuten erzählt. Und das Problem ist einfach, viele wissen gar nicht genau, was da heute eigentlich Stand der Technik ist. Viele haben schon mal von der Wii gehört oder auch von diesen Webcams, mit denen man auch steuern kann. Und in meinem Vortrag, der jetzt eine halbe Stunde geht, will ich auf 2 Punkte eigentlich raus. Der erste Teil ist die Präsentation von den Geräten, die es bis jetzt auf dem Markt gibt. Und da hat sich in den letzten 10 Jahren verdammt viel getan. Und ich möchte einfach mal kurz an 3 Geräten zeigen, wo wir jetzt eigentlich gelandet sind in diesen 10 Jahren in der Entwicklung. Und zweite Teil ist dann die Programmierung mit der Kinect. Denn wir haben ja, es geht ja hier ums Handwerk. Und ich will dann einfach mal kurz zeigen, wie einfach das eigentlich inzwischen jedem gemacht wird, für diese Kinect zu programmieren. Und dass es eigentlich jeder, der schon mal C-Sharp, Visual Studio offen hatte, dass es eigentlich wirklich total simpel ist. Halbe Stunde ist ein bisschen kurz. Ich guck mal, was wir da schaffen. Und sonst können wir auch danach in dieser halben Stunde Q&A können wir da auch gerne noch mal was ausprobieren. Gut. Also wie gesagt, das wären diese 2 Punkte. Und ich würde anfangen mit dem ersten Teil, mit dieser geschichtlichen Herleitung. Und wer sich ein bisschen auskennt auf diesem Videospielmarkt, der weiß eigentlich, dass es 3 große Player da gibt in diesem Videospielmarkt. Das sind diese 3 großen Firmen. Das einmal ist es Sony, dann ist es Nintendo und dann drittens noch Microsoft. Und die 3 sind eigentlich die großen Hersteller von diesen Konsolen. Ich meine, Sony kennt man von der PlayStation, Nintendo Game Boy hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Und Microsoft ist jetzt auch zur Jahrtausendwende eingestiegen mit der Xbox. Und interessant ist, dass eigentlich alle 3 jetzt auf diesen Zug mit diesen Bewegungssteuerungen aufgesprungen sind. Alle jetzt in diesen letzten 10 Jahren. Und ich würde jetzt im ersten Teil einfach mal Geräte von allen 3 vorstellen, sodass man einfach sieht, was die Technik dahinter ist und wie sich das jetzt eigentlich weiterentwickelt hat. Und anfangen würde ich bei Sony. Ich habe diese Geräte alle mal mitgebracht, weil ich die alle früher selber mal gekauft habe. Sony hat angefangen mit dieser iToy. Das sieht so aus. Ist eigentlich eine normale Webcam und hat oben noch so ein Mikrofon-Array dran. Das heißt, man kann damit auch mit der Sprache steuern. Und die haben das Ganze iToy genannt. Und das Ganze ist 2003 auf den Markt gekommen. Und wie ich da damals schon technikbegeistert war, hatte ich diese PlayStation 2 und habe mir dieses Ding sofort geholt. Die ganze Technik dahinter ist eigentlich eine normale VGA-Kamera, das heißt eine 640x480 Auflösung. Und es funktioniert eigentlich so, dass das nur eine einfache Bilderkennung ist und durch Bewegung, also einfach Veränderung von Pixelfarben, probiert die PlayStation dann zu erkennen, ob sich da was bewegt. Die Spiele dafür sind auch wirklich simpel. Das heißt, man kann Seifenblasen zum Platzen bringen oder man kann irgendwelche Wischgesten ausführen, um irgend so eine Fensterscheibe zu säubern. Hat man manchmal auch in den Spieleshows damals gesehen im Fernsehen. War sehr beliebt. Problem hier ist natürlich, ist eine VGA-Kamera und es muss ein groß genuger Kontrast da sein und es muss gut beleuchtet sein. Kleine Anekdote damals bei mir, da gab es ein Sportspiel dafür, das hieß Kinetic. Und da habe ich gedacht, jetzt kann ich Sport mit so einem Gerät machen, das verbinden.
Und da musste man sich vor die Kamera stellen und ein bisschen rumboxen und Sandsäcke treffen. Problem war bloß, es musste so ein Kontrast hergestellt werden. Das heißt, ich habe mich zu Hause vor die weiße Wand gestellt in meinem Zimmer, musste mich anstrahlen lassen und das Problem ist, meine Hände waren trotzdem noch zu hell vor dieser Wand. Das heißt, ich musste dunkle Handschuhe anziehen, um da spielen zu können. Und das habe ich dann eine Woche lang durchgehalten. Danach bin ich wieder in den Wald zum Rennen gegangen. Das war aber so diese erste Erfahrung damit. Und interessant ist, dass PlayStation bis heute noch an dieser Technik festhält. Dieser EyeToy wurde weiterentwickelt zur Move. Die Kamera ist immer noch die gleiche, bloß man hat es jetzt vielleicht schon gesehen. Es gibt jetzt zusätzlich noch so Fernbedienungen, wo oben so ein roter, glühender Kreis drauf ist, also so eine Kugel. Und die neue PlayStation erkennt jetzt einfach, die PlayStation 3 erkennt an der Größe von der Kugel die Position im Raum von diesem Controller. Das heißt, es ist immer noch diese einfache Webcam-Technologie, die ist jetzt einfach mit der Position von diesem Controller verbinden können. Und Sony setzt bis heute auf diese EyeToy. Das war dieser erste Schritt. Und interessant wird es dann eigentlich bei Nintendo, denn da ist jetzt wirklich noch eine neue Technik dahinter. Und Nintendo hat 2006 die Wii auf den Markt gebracht. Von der hat wahrscheinlich jeder schon mal was gehört. Und die Nintendo Wii basiert eigentlich neben der Konsole auf den zwei interessanten Sachen hier. Das ist einmal der Controller. Und das Besondere an dem Controller ist auch, er sieht eigentlich aus wie eine Fernbedienung. Und das war auch einer der größten Vorteile von der Wii. Denn im Gegensatz zu dem normalen Microsoft-Controller oder so Spiele-Controller, wie man hier hat, ist die Hürde viel niedriger für Leute, die sich damit nicht auskennen, so eine Fernbedienung in die Hand zu nehmen. Die kennst du schon. Und so ein Controller hier ist viel schwieriger zu bedienen als so eine Fernbedienung. Das heißt, hier wurde die Hürde extrem herabgesenkt, das einfach mal auszuprobieren. Und die Technik hier dahinter ist aber ein bisschen komplexer als bei einer normalen Fernbedienung. Dazu muss man wissen, man muss sich auf diesen Fernseher immer diese LED-Bar oben drauf setzen. Und die hat links und rechts hat die fünf LEDs drin, die Infrarot ausstrahlen. Und die Fernbedienung vorne hat diesen Infrarotsensor drin und erkennt dann hier zwei Infrarotpunkte. Das heißt, hier die Fernbedienung sieht diese beiden Punkte am Fernseher und tut sich damit dann im Raum orientieren, je nachdem, wie groß der Abstand der Punkte dann für sie ist und wie schräg die dann für sie sind. Zusätzlich ist ja nur noch ein Accelerometer drin, um zu erkennen, ob die Wii-Fernbedienung gerade bewegt wird. Also so ein Bewegungssensor ist da noch drin. Und in Kombination mit den beiden kann jetzt die Konsole feststellen, wo sich dieser Controller befindet im Raum und schickt das Ganze, die Daten dann per Bluetooth an meine Wii. Und das ist die gesamte Technik dahinter. Ist auch um einiges zuverlässiger schon als die EyeToy. Das heißt, es funktioniert eigentlich immer zuverlässig, solange man ungefähr Richtung Fernseher schaut und solange keine Kerzen das Ganze stören, denn Kerzen erkennt er auch als Infrarotpunkte und dann kommt er durcheinander. Und berühmte Spiele kennt da wahrscheinlich jeder. Das ist dieses Wii Sports, wo man kegeln kann, Tennis spielen kann, wo auch die Leute im Altersheim inzwischen kegeln können. Und das ist wirklich dieses mit Abstand erfolgreichste Gerät dieser Konsolengeneration, weil einfach diese Hürde so herabgesetzt wurde und jeder es einfach benutzt. Und Nintendo hat es dann auch erst gemerkt, dass es wirklich so erfolgreich ist. Und hat dann noch so ein Balance Board rausgebracht, sowas wie eine Waage, wo dann auch der gesamte Körper eingesetzt wurde zur Steuerung. Denn hier war es jetzt bis jetzt nur die Hand, die wurde lahm nach ein paar Stunden. Und jetzt konnte man dann auch den gesamten Körper benutzen. Und auch Nintendo hat jetzt das weiterentwickelt und hat die Wii U rausgebracht dieses Jahr. Ist aber immer noch die gleiche Technik dahinter, bloß dass man jetzt zusätzlich noch ein Tablet auch noch anschließen kann. Das heißt, man ist einfach noch auf diese Touch-Devices mit aufgesprungen und hat gesagt, wir kombinieren das hier jetzt noch mit dem Tablet und kann man auch noch zusätzlich anschließen. Und das wäre es dann eigentlich zu dieser Wii. Und die war so verdammt erfolgreich, dass Microsoft jetzt auch nachziehen musste.
Und Microsoft hat jetzt 2010 dann eigentlich das interessanteste Gerät von allen rausgebracht. Das nennt sich Kinect. Und Kinect ist jetzt das Gerät, das ich jetzt hier auch stehen habe. Das wird angeschlossen an Strom und USB. Und es ist wirklich nur dieses Gerät. Und das ist ein Riesenschritt gewesen. Denn jetzt hat man im Gegensatz zur Wii, hat man jetzt keinen Controller mehr in der Hand. Das heißt, diese Hürde, mit diesem Gerät zu interagieren, ist nochmal um einiges herabgesenkt worden. Denn man muss sich jetzt einfach nur davor stellen und das Gerät erkennt alles automatisch. Hier hat Microsoft einiges an technischen Dingen reingesteckt. Das zum einen hat es auch eine normale VGA-Kamera, wie die EyeToy, aber zusätzlich ist hier auch noch Infrarottechnik drin. Und die funktioniert hier aber ein bisschen anders wie bei der Wii. Hier drin ist ein Infrarotlaser und der tut in den Raum, wenn man jetzt ein Nachtsichtgerät anhätte, würde man sehen, dass der in den Raum hinein ein Punkteraster zeichnet. Und auf der anderen Seite ist dann eine Infrarotkamera, die dieses Punkteraster analysiert. Und je nachdem, wie dieses Punkteraster deformiert ist, kann ich dann die Tiefe an diesem Punkt berechnen. Zeige ich gleich auch noch im praktischen Teil, dass das funktioniert. Und das war dann sozusagen der große innovative Schritt hier drin. Man musste jetzt keinen Empfänger mehr haben für dieses Infrarot, sondern es wurde ausgesendet und auch gleichzeitig von dem Gerät aus wieder analysiert. Und das wurde 2010 rausgebracht und relativ schnell sind die Leute dann drauf gekommen, hey, das Gerät hat ja einen USB-Anschluss, lass doch mal probieren, ob wir darauf zugreifen können. Und Microsoft war so schlau im Gegensatz zu vielen anderen Firmen, das Potenzial dazu erkennen und sie haben selber von sich aus Treiber dafür herausgebracht und hat so die Entwicklung von Privatanwendern ermöglicht. Das heißt, jeder konnte jetzt damit beginnen, dafür zu entwickeln. Microsoft hat es nicht probiert zu verhindern, sondern hat das Ganze sogar noch unterstützt. Und dadurch ist es jetzt möglich, dieses Gerät für 100 € zu erwerben und es dann auch zu Forschungszwecken oder zu privaten Entwicklungszwecken einzusetzen. Und nicht nur an die Xbox anzuschließen, um damit zu spielen. Das heißt, wir hatten einen ganz neuen Markt erschlossen. Und es ist auch hält noch den Guinness-Buch der Rekorde im fastest-selling consumer device of all times. Das hat sich in 2 Monaten hat sich 8 Millionen Mal verkauft. Und auch wenn man jetzt bei uns an die Uni, an die TU geht, an manche Lehrstühle, die haben halt 3, 4 von diesen Geräten einfach rumstehen, weil sie die kombinieren können. Und 100 € ist halt für die nicht viel Geld. Das heißt, man schafft die sich einfach mal an, spielt ein bisschen damit rum. Genau das Gleiche habe ich auch für meine Bachelorarbeit gemacht. Und das ist eigentlich nicht nur die Technik, die es so interessant macht, sondern auch die Treiber und Algorithmen, die die Kinect schon mitliefert. Zeige ich gleich, wie das funktioniert. Es basiert eigentlich auf 3 Ebenen. Und bevor ich die jetzt erkläre, würde ich sagen, damit bin ich eigentlich mit dieser geschichtlichen Einleitung soweit durch. Gibt es da gerade noch Fragen dazu oder Anmerkungen? Denn wenn nicht, dann würde ich sagen, können wir später nochmal darauf eingehen. Und sonst würde ich jetzt eher auf diese Kinect zu sprechen kommen. Denn das ist das, wo jeder Privatanwender auch für programmieren kann. Und dann würde ich jetzt darauf zu sprechen kommen und einfach mal kurz sagen, wie diese Treiber aufgebaut sind. Und das sind auch wieder 3 Punkte, weil es 3 Schichten sind, auf die man die Kinect ansprechen kann. Die oberste Schicht sozusagen ist das normale VGA-Bild. Die zweite Schicht ist dann die Tiefe, der Depth Stream. Und wenn man noch eine Schicht höher geht, dann kann man auch direkt auf die Skelette zugreifen, also die Skeletons. Das heißt, dieses Microsoft SDK, das man kostenlos herunterladen kann und installieren kann auf den Windows-Rechnern, erlaubt mir auf 3 Ebenen auf dieses Gerät zuzugreifen.
VGA bedeutet, ich nehme einfach nur die normalen Bilddateien her oder die normalen Bilder her und interpretiere die. Das Depth gibt mir schon zusätzliche Informationen. Hier bekomme ich für jeden meiner Pixel, für meine 640 mal 480 Pixel, bekomme ich immer noch eine Tiefeninformation mit, einen zusätzlichen Wert. Der gibt mir dann in den Abstand in Metern von der Kinect wieder, was ich auch gleich noch demonstrieren werde. Und wer noch eine Schicht höher geht, der kann auch auf Skelette zugreifen. Das heißt, die Kinect, der Treiber, übernimmt für mich schon die Erkennung von Personen und gibt mir 20 Joints zurück, also 20 Gelenke. Ist vielleicht fürs Verständnis auch kurz interessant zu wissen, welches da gibt. Das ist der Kopf, dann, ich mache es jetzt extra mal klein, dann bekomme ich von meiner Schulter, bekomme ich Mitte, links, rechts, dann den Spine, also hinten meine Wirbelsäule, Becken auch wieder Mitte, links, rechts und dann jeweils noch einen Arm mit Handgelenk und Hand. Ja, Arm, Handgelenk, genau, und Hand. Und das gleiche gibt es dann auch nochmal für die Füße. Genau. Und was ich auch gleich zeigen werde, man bekommt wirklich für diese Joints bekommt man jeweils schon die Position im Raum übergeben. Das ist wirklich nur ein 3D-Vektor und den kann ich dann interpretieren, so wie ich es brauche. Und das ist wirklich so simpel. Problem ist bei der Kinect nur, dass sie nicht mit Sonnenlicht funktioniert. Das sollte man noch beachten. Kinect tut ja, wie gesagt, dieses Infrarotraster in den Raum projizieren und sobald direkte Sonneneinstrahlung kommt, funktioniert es überhaupt nicht mehr. Das heißt, wer sich jetzt überlegt, ich mache vielleicht irgendein tolles Kommunikationstool, das ich dann in meinem sonnendurchfluteten Büro benutzen will, funktioniert leider mit der Version zumindest noch nicht. Genau. Das wären diese drei Schichten, die man ansprechen kann, direkt durch diesen Treiber. Und ich würde jetzt einfach mal zeigen, wie das Ganze funktioniert und würde dafür jetzt auf den Beamer mal umspringen.